Der Skylark wiederherzustellen und sie wieder funktionsfähig zu machen. Es gibt nur ein Problem, das Uhrwerk scheint als eine Art verrückte Todesfalle konstruiert zu sein. Das Erreichen des Chors wird nicht einfach. Ja, das ist das Ding. Wir müssen in die Mitte des Planetens, in den Chor rein, damit wir diese Energie bekommen, damit wir dieses komische Riesenraumschiff scheinbar irgendwie wieder betreiben können, damit wir endlich ja von dieser dummen Planeten endlich abhauen können. Die Einstellung gefällt mir. Ich habe gerade einfach weitergeklickt. Es funktioniert wie folgt. Du benutzt die Tore da vorne, um das Uhrwerk zu erforschen. Um spezielle Mineralien zu sammeln. Dann deponierst du die Mineralien wieder in Toren, um das Uhrwerk darunter zu verändern, um so neue, bisher unerforschte Ebenen zu erschaffen. Wir glauben, die Mineralien sind der Schlüssel dazu, einen Weg zum Chor zu öffnen. Wir müssen nur entdecken, wie sie verwendet werden. Ich verstehe meine Mission. Dann autorisiere ich dich zu Arcade-Missionen. Du kannst die Arkade über das Missionsinterface erreichen oder die Tore direkt hier in der Arkade betreten. Es liegt eine riesige Welt unter deinen Füßen, die darauf warten, erforscht zu werden. Viel Glück dabei. Gespräch beenden. Wie gesagt, wir haben jetzt die Arkade-Mission freigeschaltet. Das sind eben die Standard-Dungeons, mit denen wir runter... Direkt hier sieht man das nochmal in das Uhrwerk können und hier unten ist eben der Chor. Hier müssen wir hin. Das ist unser Ziel und wenn wir hier sind, dann haben wir es geschafft. Hier können wir auch nochmal auswählen, in welches Tor wir rein möchten. Das sind eben verschiedene Tore, wo verschiedene Stages auf uns warten. Entweder, also hier zum Beispiel sehen wir, kann diese kommen, kann diese kommen, kann diese kommen, kann diese kommen, kann diese kommen. Oder hier eben diese hier. Und hier diese oder diese. Und hier ist eben noch ein Clockwork Terminal. Hier ist eben Weg ins Abenteuer in die Ebene. Lalala. Hier ist ein Checkpoint. Hier ist Moorcraft. Was? Moorcraft, ja, Microsoft, ne? Manor, Stadt der ruhelosen Geister. Nochmal eine Stadt hier irgendwo innen drin. Es wird eben immer schwieriger, weiter runter zu kommen, bis man irgendwann hier unten angekommen ist. Und die Ränge, die wir hier haben, sieht man hier auch. Rang 1 können wir bis Tiefe 0 runter. Rang 2 können wir bis Tiefe 8 runter. Und Rang 3 können wir bis Tiefe 18 runter. Ja, da können wir also bis ganz nach unten runter. Aber ich habe so gesagt noch erstmal überlegt, so was ist eigentlich das hier? Kann man hier eigentlich auch Schlüssel mit Energie kaufbar? Nee, nicht wirklich. Gerne. Aber ich habe erstmal überlegt, erstmal die normalen Rangmissionen zu machen, aus dem Grund, weil wir dadurch erstens noch ein paar bessere Waffen freischalten können, unsere Waffen nochmal upgraden können. Und dann später nochmal in den Arkaden reingehen können, weil wir, also ich würde sagen, wir machen erstmal noch eine Mission oder vielleicht zwei Missionen, wie auch immer, weiter. Und wenn ich dann nach einer Aufnahmepause dann weitermache, beziehungsweise genug Energie habe, weil ich glaube, es macht sehr mehr Sinn, wenn ich vollständige Energie habe, dann kann man mal wieder, dann kann man mal sich in die Arkade reintrauen, zumindest so weit, wie man eben kommt. Aber das eben erst dann, wenn ich wieder volle Energie habe und auch dann, wenn ich erst ein paar Missionen gemacht habe. Aber gehen wir erstmal einkaufen. Wir kommen in Bazaar von Heaven. Ja, ich rede gerade mit jemandem, der nicht hier steht. Wir kommen in Bazaar von Heaven. Es ist eine Freude, dich kennenzulernen, The Dragon LP. Mein Name ist Bechame. Da ich hier im Bazaar arbeite, hat Spiral HQ mich darum gebeten, den neuankömmlichen Führung durch dieses fabelhafte Zentrum des Kommerz zu geben und ihnen alles zu zeigen, was es zu bieten hat. Also auf eine schnelle Tour. Ne, also auf zu einer schnellen Tour. Wollen wir? Versuche mitzuhalten. Ich gehe recht zügig. Geh voraus.
Bechamel. Sie kann recht zügig gehen, wir können recht zügig laden. Das war natürlich nur ein Witz. Zügig laden ist was anderes. Stranger wird Quillion hier verkaufen. Nee, Stranger wie Quillion hier verkaufen dir Waffen und Rüstungen. Jeder hat sich auf eine bestimmte Art von Gegenständen spezialisiert. Also rede mit ihnen und finde heraus, was sie anbieten. Sie sind nicht sehr gesprächig, aber sie haben jeden Tag eine neue Reihe Waren auf Lager. Verkaufen Stranger auch noch andere Dinge außer Waffen und Rüstungen? Ich bin froh, dass du fragst. Das tun sie in der Tat. Gehen wir hinüber zu Vatel. Folg Wien. Vatel, hier wird dir eine Auswahl an Rezepten sowie Farbwechsel für deine persönliche Farbe verkaufen und andere Dinge. Rezepte für Waffen und Ausrüstung? Ja, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Das ist richtig, du kannst die Rezepte und Materialien besorgen, um per Alchemie Waffen und Ausrüstungen an Alchemiestationen zu erstellen. Komm, ich werde dir eine zeigen. Ja, das ist natürlich sehr nützlich, aber wir müssen mal gucken, wie das alles mit so funktioniert. Verstanden. Hier haben wir eine Alchemiestation und es besteht kein Zweifel, dass du damit sehr schnell vertraut werden wirst, während du dein Arsenal erweiterst und verbesserst, aber kein Grund, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen, denn Spiral HQ wird dir später recht sicher noch einige Missionen verpassen, die das alles erklärt. Nun, das war's so ziemlich mit unserer ersten Führung. Willst du, dass ich jetzt nochmal alles erkläre? Meinst du, dass du alles verstanden hast? Oder meinst du, dass du alles verstanden hast? Ich denke, ich habe alles verstanden. Übrigens, hier sieht man auch nochmal dieses Energiesymbol drauf, auf diesen Alchemie-Gedöns. Das bedeutet, dass man scheinbar für Alchemie Energie bezahlen muss. Und das sehe ich erstmal noch nicht ein, dass ich das mache. Weil ich die Energie für Missionen und für die Arkade nutzen möchte, erstmal. Also ich denke, ich habe alles verstanden. Wunderbar. Freut mich, dass ich dir helfen konnte, dich zurechtzufinden. Viel Glück, The Dragon LP. Danke. Jetzt kommen wir zu sich auf Pumpen. Conway, okay. Hallo auch, The Dragon LP. Mein Name ist Conway. Conway. Spiral HQ meint, du könntest ein paar zusätzliche Hinweise gebrauchen als Hilfe für deine anstehenden Missionen. Würdest du etwas ausmachen, mich für eine Zusammenfassung in die Halle der Fortgeschrittenen zu führen? Halle für Fortgeschrittene zu führen. Sicher, ich komme gleich rüber. Advanced Training Hall. Willkommen in der Trainingshalle für Fortgeschrittene, The Dragon LP. Hier wirst du nützliche Überlebenstipps für deine Reisen durch das Uhrwerk finden. Hättest du gerne ein paar Hinweise? Sicher, wo soll ich anfangen? Im Westen kannst du etwas über nützliche Gegenstände lernen, die man im Uhrwerk findet. Im Norden kannst du etwas über verschiedene Arten von Blöcken und Türen lernen. Im Osten findest du eine Reihe von Fallen und Gefahrenstellen, wie auch einen Kampfraum, in den man mit Trainingsrobotern üben kann. Keine Angst, wir haben dafür gesorgt, dass die Roboter völlig harmlos sind. Danke, ich bin dann mal trainieren. Ausgezeichnet, dann erkläre ich diese Mission für erledigt. Ich rate dir, diese Halle zu besuchen, wann auch immer du dein Wissen über das Uhrwerk aufpolieren möchtest. Du wirst gemacht. So, jetzt haben wir die nächsten Missionen, die auch wieder ein bisschen mehr missionenmäßig sind. Aber zuerst werden wir hier... Was haben wir denn hier so? Fuel, versuche eine Reihe von Statuseffekten
bei deinem Gegner, die Fionen auslöst. Okay, ich sammle hier mal ein paar Fionen auf. Denn man kann nämlich im Spiel auch Fionen aufsammeln. Die tauchen dann da oben in diesen Boxen auf. Und dann muss man einfach nur die Zahl drücken. Zum Beispiel 1 für das Orange dann eben, 2 für das Grüne. Dann hebt man sie auf. Mit Angriff wirft man sie dann und dann gehen sie kaputt. Ich zeig das nochmal hier besser. Bam. Wenn man einen Gegner getroffen hat, dann zum Beispiel das Vergift, dann würde der Gegner vergiftet sein. Also man kann eben mit sogenannten Tränken auf einen werfen. Rot ist einen Fluch. Aber es gibt auch Heilungs-Items, die man hier oben reinpacken kann. Ich sammle hier mal nochmal was auf. Heilungsteile, die man da oben reinpacken kann, damit man sich dann eben auch heilen kann. So, ich sammle hier mal auf noch ein paar. Kann, glaube ich, bis zu 3 gleiche Items da oben reinpacken und mehr auch nicht. Weil da oben nämlich Roboter sind und da würde ich das gerne mal ausprobieren. Hier sind Blöcke, verschiedene Blöcke. Hier, manche Blöcke können durch normalen Angriffe nicht zerstört werden. Mal gucken, ob ich die mit einem Smash-Angriff... Nee. Ach, das sind die... Genau, die normalen Blöcke kann man nicht zerstören. Dafür braucht man so einen komischen... komischen Leuchtblock. So, hier sind aber Blöcke. Diese Bombenblöcke sollte man immer in Fernkampf abschießen, weil diese wirklich Schaden verursachen, wenn man zu nah dran ist. Bei diesen Blöcken, da kann man ruhig Nahkampf machen, muss aber schnell weg. Weil das sind Zeitbomben. Und das ist eben so eine Kettenreaktion. Das sind Kristallblöcke. Hier nochmal der Hinweis, wenn man zum Beispiel den grünen Kristall, einen grünen Kristallblock anschlägt oder ankratzt, dann werden alle anderen Kristallblöcke der gleichen Farbe auch verschwinden, automatisch. Das hier ist übrigens meine Arsenalstation, damit kann ich meine Ausrüstung ändern. Jetzt hängt das Spiel gerade. Hier kann ich meine Ausrüstung ändern. Jetzt kann ich, glaube ich, sogar meine Ausrüstung ändern, indem ich vielleicht... Bobo Fricker Slime Slasher. Im anderen Spiel habe ich auch den Slime Slasher drin gehabt, aber der ist jetzt schon auf Stufe... Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal drin. Ich wollte aber vielleicht eine andere Punch Gun, Super Stun Gun. Nee, Stun Gun! Also, Verwirrungs... Nee, das will ich nicht. Was haben wir denn hier? So. Und ein besseres Schild. Können wir das hier schon mal ausrüsten?